Und er war auf jeden Fall in der dort ansässigen Musikantenschenke, die ja auch immer mal wieder im Fernsehen zu sehen ist. In der Musikantenschenke, und zwar der Brauerei Wernesgrün. Und ja, das Bier muss ihm geschmeckt haben, der Ort und die Landschaft muss ihm gefallen haben. Und deswegen hat er gleich eine Polka dazu verfasst. Wernesgrüner Polka heißt die, und die haben wir jetzt im Programm. Viel Spaß! Yeah.